tiefer und tiefer hinab. Okay, erst eine Etage. Aber gucken wir mal, wo wir jetzt genau hier weiterkommen können. Die Ecke hatte ich doch schon, oder? Nee. So, wir gehen erstmal an der Nordwand lang. Schauen, was da so ist. Ein Gang. Eine verschlossene Tür. Eine Sackgasse. Rechts von euch befindet sich ein Spiegel in die Wand eingearbeitet. An der gegenüberliegenden Wand befindet sich ein Hebel. Ihr seid im Spiegel nicht zu sehen. Wohl aber der Gang mit dem Hebel. Ha. Hier könnten wir jetzt den Hebel drücken. Das ist mir aber ein wenig zu... Ich will hier raus. Ein wenig zu skurril. In dem Spiegel konnten wir uns nicht sehen. Na gut, gucken wir erstmal, was hier sonst noch ist. Den Hebel drücke ich erst, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen. Klick. Oh, da ist schon mal eine Truhe. Die Truhe ist ebenfalls leer. Das finde ich jetzt allerdings komisch. Also, dass oben die Truhen leer sind, keine Frage. Das haben wir irgendwelche Plünderer gemacht. Aber hier unten, die Truhe war nämlich verschlossen oben, um hier runterzukommen. In der Truhe war ja die Kiste, die Strickleiter gewesen. Das ist schon komisch. Was haben wir hier? Noch eine leere Truhe. Noch eine leere Truhe. Noch eine leere Truhe. Kurios, kurios. Noch ein Raum mit einer Truhe und keinem Ausgang. Als ihr die Truhe öffnet, erblickt ihr 12 Statuen, die im Kreis angeordnet auf dem Thronboden stehen. Jede Statue stellt das symbolische Abbild einer der 12 Gottheiten dar. Voller Ehrfurcht schließt ihr die Truhe. Vorsichtig wieder, denn ihr wagt nicht, diesen Kreis zu unterbrechen. Okay. Ja, das macht Sinn. Aber warum sind die Statuen erst da? Und warum ist das die einzige Truhe, die gefüllt ist? Okay, das wird noch schwierig werden hier. Das riecht nach einer Menge Rätseln. Gucken wir nochmal den oberen Gang lang. Links von euch befindet sich ein Spiegel in die Wand, wo wir uns nicht drin sehen können, und wir haben wieder einen Hebel. Das heißt, da und da sind Spiegel und Hebel. Okay, gehen wir erstmal diesen Gang hier lang. Eventuell verändern sich dadurch die Gänge hier. Also die werden dann verdreht, dass das dann hier zugeht und da aufgeht oder irgendwas in der Richtung. Aber ja, das machen wir später. Wir merken uns da und da Spiegel, in der wir uns nicht sehen, in denen wir uns nicht sehen, und jeweils Hebel. Und wir haben immer noch keinen einzigen Gegner getroffen bisher. Truhe ist leer. Und ein paar verrottete Kleidungsstücke, die niemand mehr anziehen würde. Okay. Gucken wir, ob hier irgendwo Geheimgänge sind. Nein. Nein. Nein und nein. Haben wir immer noch den Gang hier in der Mitte. Ihr steht vor einer Tür, an die mit schweren Krampen ein menschliches Skelett genagelt worden ist. Die Tür sieht sehr massiv aus und hat weder einen Griff noch ein Schloss. Okay. Dafür sind jetzt wohl die Spiegel und die Schalter da. Probieren wir zuallererst mal, einfach so die Hebel zu drücken. Auch wenn ihr Verdacht habt, dass wir die Gruppe aufteilen müssen. Aber das sollten wir erst machen, wenn wir es wirklich müssen. So, klick. Ihr hört ein leises Knacken, aber nichts weiter passiert. Okay. Tür ist immer noch zu. Ihr hört ein leises Knacken, aber nichts weiter passiert. Okay, wir haben hier die Option mit einem Hebel und hier die Option mit einem Hebel. Aber scheint beides genau das gleiche zu machen. Okay. Wir lassen jetzt mal Gerugon hier, der hoffentlich im Dunkeln auch den Hebel betätigen kann. Ja, kann er. Gut.
Der Rest geht auf die andere Seite. Dann wechseln wir zu Gerogon. Gerogon drückt den Schalter. Bleibt hier stehen. Wechseln schnell zu der anderen Gruppe und drücken da auch den Schalter. Nichts passiert. Also wir gucken jetzt nach Osten, obwohl da noch Norden steht, aber ich habe ihn rechts gedreht. Also wir gucken nach Osten. Rechts von uns befindet sich ein Spiegel in die Wand eingearbeitet. An der gegenüberliegenden Wand. Also der Nordwand, wo wir hier noch drauf gucken, wo wir eigentlich nicht mehr hingucken. An der Nordwand ist ein Hebel. Ihr seht im Spiegel eure Freunde, die gerade den anderen Gang erkunden. Oh, das ist neu. Also hier ist der Hebel. Klick. Vor euch befindet sich, jetzt bin ich auf Gerogon gesprungen. Das heißt, das, was wir jetzt hier eigentlich sehen, sehen wir, sieht er gar nicht. Das ist noch die Ansicht von der anderen Gruppe. Das haben sie echt schlecht gelöst. Vor euch befindet sich ein Spiegel, den jemand eingearbeitet hat. An der gegenüberliegenden Wand befindet sich ein Hebel. Ihr seht im Spiegel eure Freunde, die gerade den anderen Gang erkunden. Okay, also genau das gleiche wie bei der anderen Gruppe auch. Das heißt, es ist dunkel, wir können uns absolut nicht orientieren. Das heißt, wir haben hier einen Hebel und wir haben da einen Hebel. Und da haben wir jeweils Spiegel. Und durch die Spiegel können wir uns gegenseitig sehen. Also Gerogon kann sie nicht sehen, weil er keine Fackel hat. Aber die anderen Leute können halt ihn sehen. Probieren wir doch einfach mal in den Spiegel reinzugehen. Ihr könnt nicht durch den Spiegel treten. Schade. Ihr könnt nicht durch den Spiegel treten. Das ist jetzt komisch. Also wir haben jeweils den Schalter einmal gedrückt. Jetzt haben wir den oberen gedrückt und ich versuche mal rückwärts durch den Spiegel zu gehen. Nein, geht nicht. Kann Gerogon jetzt durch? Nein. Leises Knacken, aber nichts passiert. Was mir auch irritiert, ist, dass wir mal an der Westwand den Hebel drücken können, an der Südwand den Hebel drücken können, an der Ostwand den Hebel drücken können. Und jetzt auch an der Nordwand. Wahrscheinlich auf dem ganzen Feld. Können wir das bei der anderen Gruppe auch? Hebel, 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 Hebel. Okay, wir teilen jetzt nochmal die Gruppe auf. Diesmal lassen wir wen hier? Ja komm, Tirik. So, die stellen sich jetzt vor die Tür. Jetzt wechseln wir zu Gerogon. Der hat drüben Tirik gesehen. Drückt den Hebel, nichts passiert. Drückt den Hebel, nichts passiert. Tür ist immer noch zu. Was haben wir noch? Wir haben hier unten die 12 Statuen. Bringen uns die irgendwie weiter? Wahrscheinlich nicht. Wir können uns natürlich einfach dahinter teleportieren. Aber das könnte wieder irgendwas kaputt machen. Was ist das Blau da? Das ist der Weg nach oben. Lassen wir die Jungs mal ganz kurz da stehen und gucken uns hier die Wände an. Ob wir da vielleicht irgendwo durch können. Scheint ja nicht wirklich gefährlich zu sein hier unten. Also was Gegner angeht. Nee. Schade, schade. Okay, überlegen wir nochmal ganz kurz. Wir haben auf der Karte da oben und da unten einen Hebel. Wir haben da jeweils Spiegel, durch die wir durchgucken können. Also wird das Kästchen hier auch frei sein. Was Sinn macht, denn hier ist wahrscheinlich ein Gang lang. Wir können die Hebel jeweils drücken. Egal in welche Richtung wir gucken, wir können immer den Hebel drücken. Das heißt, es wird wahrscheinlich immer nur der Hebel da unten sein. Egal in welche Richtung wir gucken, wir drücken den unten bzw. oben. Wir haben jetzt beide Hebel schon mal recht schnell hintereinander gedrückt. Das hat nichts gebracht. Wir hatten auch einmal nur die eine Seite gedrückt, hat nichts gebracht. Und die andere Seite gedrückt, hat nichts gebracht.
was nun? Ich drücke mal direkt den Hebel. Und gehe dann weg. Dann drücke ich mit G rüber den Hebel. Und gehe dann weg. Das Ding ist immer noch zu. Sacken wir die Jungs mal wieder ein. So. Ihr seid im Spiegel nicht zu sehen, wohl aber der Gang mit dem Hebel. Ja. Also sehen jetzt durch diese zwei Spiegel durch den Gang da hinten mit dem Hebel. Allein die Spiegel könnten ein Hinweis sein. Also vielleicht sehen wir uns auch wirklich einfach nur selber nicht. Also wir gucken gar nicht richtig durch, sondern wir sehen nur uns selbst, wie wir nicht da sind und hinter uns der Spiegel. Aber dann würden wir nicht auf der anderen Seite eine andere Gruppe sehen. Also als wir uns aufgeteilt hatten und nur Gerugon da stand, haben wir Gerugon gesehen und nicht... Moment mal, wir haben Gerugon gesehen. Ja, dann kann das nicht wirklich ein richtiger Spiegel sein, sondern einfach nur Glas. Na gut, was soll's. Talana. Hellsicht. Penetritzel. So. Talana. Bewegung. Transversales. Wusch. Können wir die Tür jetzt aufmachen? Nein, können wir nicht. Na gut. Sei es drum. Oh, ein Kampf. Zombies. Du, geh mal dahin. Schießt auf den. Du. Ja, lohnt das überhaupt? Nö, du stellst dich hier in den Eingang, falls da was kommt. Du wartest ab. Du schießt. So, 6 Trefferpunkte. Gerugon trifft Gerugon. Mann, Mann, Mann. Hau den da. Alte Option. Trifft diesmal den Zombie. Sehr schön. Du führst gleich das Elfentänzchen auf. Wartest. Du wartest auch. Du schießt. Du machst einen Schritt nach links und haust den da oben. Wartest immer noch ab. Wartest immer noch ab. Du stellst dich einfach so in den Weg und schießt auf den. Du läufst einmal rum und schießt ebenfalls auf den. Oh, was stand da gerade? Ich glaube, das eine Blatt ist ausgelaufen. Angriff. Müssen wir gleich mal gucken nach dem Kampf. Entweder das oder hat sich irgendwas eingefangen. 6 Abenteuerpunkte, nichts dabei. Was ist mit Gerugon? Körperkraft hat er immer noch. Kriegt langsam ein wenig Hunger, aber das war's auch. Sonst ist auch kein anderer krank geworden. Oh, komisch, na gut. Aber anscheinend sind wir im richtigen Bereich, denn jetzt kommen die ersten Gegner. Halten wir uns erstmal an der Wand. Eine verschlossene Tür. Eine offene Tür mit einer Truhe dahinter und noch eine offene Tür. Gehen wir doch erstmal zur Truhe. Bist du leer? Ja, du bist leer. Achso, das so. Die Truhe ist ebenfalls leer und noch eine verschlossene Tür. Die werden dann wohl beide in denselben Bereich führen. Okay, schauen wir mal. Da geht's runter. Okay. Einige schwere Holzbalken stehen in der Ecke. Außerdem liegt auf dem Boden große Krampen, an denen der Zahn der Zeit schon kräftig genagt hat. Na gut. Oh, was haben wir hier? In der Decke stehen ein paar alte, verrostete Gerätschaften. Die meisten davon sind allerdings nichts weiter als merkwürdige Konstruktionen aus verrostetem Eisen und vergammeltem Holz.
Wir haben 2 Hacken, 3 Hämmer und einen Kriegshammer. Den Kriegshammer gucken wir uns doch mal an. Kriegshammer. Talana. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Ode Makarnum. Kriegshammer. Der Kriegshammer ist nicht magisch. Vielleicht brauchen wir ihn hier noch als Vorschlaghammer, um irgendwas einzureißen. Deswegen behält sie ihn erstmal. Später schmeißen wir ihn einfach weg. Dann waren hier noch 2 Hacken und Hämmer. Aber wir haben selber eine Hacke. Und als Hammer können wir den Kriegshammer nicht wirklich benutzen. Aber das merken wir uns einfach mal. Hier sind in der Ecke Hacken und Hämmer, falls wir die für irgendwas hier in den Dungeon brauchen. Der Gang ist bis auf Kniehöhe mit Geröll bedeckt, das sich aus den Wänden und der Decke gelöst hat. Das Gebälk sieht schon sehr marode aus und droht jeden Augenblick herunterzukommen. Krachend stürzen die Balken herunter, gefolgt von einer Lawine aus Geröll. Ihr könnt gerade noch so zurückweichen. Es staubt gewaltig und eine ganze Weile lang könnt ihr nichts sehen. Gerugon wurde von einem Deckenbalken getroffen. Tirik wurde von einem Deckenbalken getroffen. Autsch. Jallen, mach mal. Talent anwenden, Heilkunde Wunden auf Tirik. Und Heilkunde Wunden auf Gerugon. Und der kriegt Schaden. Na gut. Dann ist halt 1, 2 Wirbelkräuter. Und Tirik kann auch noch einen vertragen. So. Oh, hier geht's auch runter. Oh, weia.